heiße Spur. Sag mal, wollt ihr mich verarschen oder was? Ich will meinen Wagen zurück und einen skalpierten Klaus. Also kommt in Wallung. Hören Sie sofort auf damit. Womit soll ich aufhören? Wo bin ich hier überhaupt? Was soll das denn hier werden? Sie versuchen, mich zu beeinflussen. Also egal, was hier läuft, ne? Ich sag dir das, ihr habt echt einen an der Pfanne. Entschuldige, Klaus Engelhardt, erheben Sie sich. Mensch, ich muss zurück nach Hamburg, da warten Leute auf mich, die haben nicht so viel Geduld wie ich. Dann nehme ich mir die Zeit, den Feind zum Wohle unserer Gemeinschaft zu verhören. Im Namen des deutschen Volkes verurteile ich Sie für Ihr Vergehen an dem deutschen Volk zum Tode. Ohne Eltern und ohne ein Zuhause wuchs ich bei fremden Menschen auf. Wo wollen wir Klaus jetzt suchen? Die Rettung. Was ist denn das für ein Scheiß? Ist hier eine Sekte oder was? Jetzt hören Sie mal zu. Ich habe Sie gerettet und Ihnen den Tod erspart. Wenn Sie meine Fragen nicht beantworten, werde ich das melden müssen. Er wickelt dich mit seinen Märchen ein, dreht den Spieß um, damit er Informationen von dir hat. Das würde ja alles ändern. Dann leben wir hier seit Generationen wie die Hinterwäldler, ohne dass es einen Grund dafür gibt. Muss etwas unternehmen. Der Feind hat es geschafft, Martha in seinen Bann zu ziehen. Bist du das Leben, auf das ich schon die ganze Zeit gewartet habe? Nee, ne? Okay, Gerd, ich gehe da jetzt rein und du wartest hier. Und du lässt den Rössel, wo er ist. Alles klar soweit? Ab geht die Sau! Oh, weißt du, so ein Nachtclub, in dem ich jetzt gerade arbeite, ne? Da hab ich echt Bock auf, so ein Ding auch aufzumachen. Und was hält dich davon ab? Worauf wartest du? Trommelpeter, gib mir mal einen Arm mal, bitte. Hab ich alles da. Kennst du nicht noch ein, zwei, drei Mädels, die hier vom Kiez weg wollen? Ja, ich wüsste welche. Ich werde mit Klaus das Dorf verlassen. Wusste, dass dieser Tag kommt. Come on and hold.